Heute stelle ich euch eine Menge Websites vor, womit ihr da draußen auf jeden Fall auch immer auf dem neuesten Stand sein könnt für euch selbst, was Vivi wie auch Ikomi angeht und zum Beispiel auch, wo ihr eure NFTs außerdem tracken könnt, wo ihr auch immer den Omiburn im Blick habt und auch noch vieles, vieles mehr, das jetzt alles in diesem Video. Moin Moin, willkommen an Bord, ich bin's euer Captain und heute behandeln wir diese schon eben angesprochenen Themen. Ich werde euch einige Websites, wie gesagt, vorstellen, die mir persönlich auch immer sehr helfen, um zum Beispiel YouTube-Videos für euch da draußen zu produzieren. Und ich werde euch heute auf jeden Fall zeigen, welche Sachen ich persönlich sehr, sehr oft nutze, aber welche auch sehr hilfreich sein können für euch da draußen. Wenn dir mein Kanal wie auch diese Themen gefallen, dann abonniere auf jeden Fall sehr gerne meinen Kanal, denn so unterstützt du mich da draußen auf jeden Fall extrem und du hilfst auf jeden Fall dem Kanal zu wachsen und dass noch mehr Leute auf dieses ganze Projekt wie auch auf meinen Kanal aufmerksam werden. Das Wichtigste kommt zuerst und das sind nämlich erstmal überhaupt das Verständnis von bestimmten Ausdrücken, von bestimmten Wörtern. Und hier gibt es eine sehr schöne Website und zwar nämlich Wikipedia. Das ist nichts anderes als ein riesiges Glossar, wo ihr eure Begriffe suchen könnt, die ihr nicht versteht. Zum Beispiel, was ist zum Beispiel ein All-Time-High? Nicht jeder weiß das. Der zum Beispiel jetzt nicht aus dem Kryptoraum oder gerade aus dem Aktienmarkt kommt, der sich noch nie mit sowas beschäftigt hat, der weiß häufig sowas nicht. Hier sind die Sachen kurz und einfach erklärt und ich werde euch natürlich auch alle Websites unten einmal verlinken, wenn ihr die für euch selber nutzen wollt, aber persönlich finde ich das auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich für jeden da draußen, der relativ neu bei Vivi ist und noch nicht alle Begriffe versteht. Suchen könnt ihr dann einfach hier oben entweder unter den Buchstaben oder zum Beispiel hier direkt unter Search Wikipedia oder ihr könnt natürlich auch einfach durchscrollen, was zum Beispiel ein Blue Chip ist, was eine Blindbox ist und so weiter und so fort. Als nächstes habe ich eine Website mit dabei, wie ihr eure NFT perfekt tracken können und da muss ich euch auch auf jeden Fall erstmal meine Empfehlung abgeben, denn ich bin mittlerweile ein wirklich sehr, sehr großer Freund von MyNFT-Tracker geworden. MyNFT-Tracker, für jeden, der es nicht weiß, ist ein Projekt aus der deutschen Community bzw. von drei deutschen Community-Mitgliedern aus der Vivi-Fam und die machen hier dieses Projekt MyNFT-Tracker, wo ihr eure NFTs super easy und simpel tracken könnt und sogar in Zukunft direkt aus der Vivi-App importieren könnt in MyNFT-Tracker und das Ganze dann auch wieder exportieren könnt in eine Excel-Datei, wo ihr dann auch alles für die Steuer schön aufgelistet habt und immer den Überblick behaltet. Ich habe dazu zwei Videos gemacht. Erstmal, was ist denn überhaupt MyNFT-Tracker, verlinke ich euch hier unterm i und im Anschluss findet ihr auch noch hier unterm i einmal das Video, wie ihr eure NFTs hier auf jeden Fall zum momentanen Zeitpunkt schon aus MyNFT-Tracker exportiert in eine Excel-Datei, wo ihr es dann auch für die Steuer schön und übersichtlich aufgelistet habt. Eine zweite Webseite, die auch beliebt ist, aber nicht mein absoluter Favorite ist, ist Ikomi Wiki. Ikomi Wiki ist ähnlich wie MyNFT-Tracker, aber nicht dasselbe. Das muss man an der Stelle ganz klar sagen, denn Ikomi Wiki hat an der Stelle tatsächlich sogar eine Schnittstelle zu Vivi selbst und holt sich dort die Daten aus dem Markt sofort ab. Ich muss aber persönlich sagen, in letzter Zeit hat Ikomi sehr gelitten und es gibt einige Bugs, weswegen ich an der Stelle Ikomi Wiki nicht empfehlen kann. Ich persönlich bevorzuge an der Stelle wirklich MyNFT-Tracker, nicht weil es aus der deutschen Community kommt, sondern weil es einfach das Beste ist, was es momentan auf dem Markt gibt und weil die Jungs auch wirklich daran sind, das Ganze auch immer noch kostenlos zu halten und an der Stelle auch keine extra Kosten verlangen, um irgendwelche Features nutzen zu können. An der Stelle kann ich auf jeden Fall nur an jeden appellieren, der auch MyNFT-Tracker unterstützen möchte, der kann das auf jeden Fall machen. Links dazu findet ihr auf der Website. Anschließend haben wir eine sehr interessante Website und zwar nämlich die Vivi Setlist. Und hier könnt ihr immer die Sets im Überblick behalten, welche zum Beispiel am günstigsten gerade sind, auch im Vergleich zu den MCP-Punkten. Oder auch zum Beispiel, welche jetzt hier zum Beispiel als letztes gedroppt sind. Wir haben hier zum Beispiel ein super interessantes Set und zwar nämlich Disneyland Resort Poster Collection von 1955 bis 1959. Und da gibt es gerade einen Insgesamtpreis von $544. Dass ihr euch nicht wundert, das ist hier immer der Gesamtpreis von allen Collectibles, die hier in dem Fall dabei sind. In dem Fall sind es 5 Stück und das ganze Set gibt insgesamt 35 MCP-Punkte. Das ist schon eine ordentliche Anzahl meiner Meinung nach, aber man kann ja auch da sehr, sehr schön sehen, wie viele MCP-Punkte es dann sozusagen pro Set gibt,
wenn man natürlich das Set voll hat. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung an der Stelle. Und ich persönlich finde das sehr, sehr schön, denn hier kann man auf jeden Fall immer schauen, was ist denn jetzt zum Beispiel gerade auch das günstigste vom MCP her. Hier haben wir zum Beispiel das No Time to Die Poster Set 5, was man gerade hier mit einem Poster sozusagen insgesamt 2,25 MCP-Punkte bekommt und das Ganze nur 18 Dollar kostet. Also an der Stelle wirklich hier sehr schön und übersichtlich, wie man sich das Ganze auch sortieren kann. Als nächstes haben wir den VVX Tracker und das ist von der guten Kelly aka VVFox gemacht und hier könnt ihr sozusagen im Überblick haben, wie viele Käufer, wie viele Seller, aber auch wie viele Transfers stattgefunden haben. Wir haben sehr viele interessante Daten auf jeden Fall. Als erstes haben wir auf jeden Fall mal die aktiven Trader im Markt pro Tag, hier einmal in blau dargestellt, die Käufer und in türkis die Seller. Man sieht hier ganz klar, wir haben hier momentan auf jeden Fall mehr Käufer als Verkäufer. Das ist an sich schon mal ein sehr gutes Zeichen. Trotzdem, der Markt ist momentan auf jeden Fall nicht gerade gut aufgestellt. Wir haben aber hier zum Beispiel auch noch das Trade-Volumen an Collectibles, wo man hier auf jeden Fall auch wieder sehen kann, was zum Beispiel hier ein Drop-Tag war und wie zum Beispiel der Transfer allgemein hier verläuft. Momentan haben wir hier zum Beispiel Transfer von 9.399 Collectibles an einem Drop-Tag. Ist an der Stelle natürlich nicht schlecht, aber trotz dessen auf jeden Fall hier schön und übersichtlich dargestellt. Als letztes haben wir dann auf jeden Fall hier nochmal Drop-Details, was zum Beispiel jetzt in dem Fall die letzten Collectibles waren. Und wir haben die Drop-Participation. Das heißt, hier wird abgelesen, wie viele Leute an einem Drop teilgenommen haben und wie viele Unique Buyers, das heißt, wie viele einzelne Käufer hier am Werk waren. Hier sieht man ganz klar, wir hatten hier einen Drop und hier wurden insgesamt nur 8.492 Token gemintet und das von insgesamt nur 3.658 Käufern. Das heißt, hier haben die Leute häufig ein, zwei Collectibles gekauft, beziehungsweise wahrscheinlich eher zwei. Finde ich an der Stelle auch wieder sehr, sehr schön dargestellt und sehr hilfreich auf jeden Fall für das Marktverständnis, wie auch momentan das bei VV läuft. Was immer ein sehr positives Zeichen ist, wenn die Unique Tokens mit den Unique Buyers übereinstimmen, dann das zeigt immer, dass auf jeden Fall auch von den Käufern eine sehr hohe Kaufkraft da ist und viele Leute das Collectible haben wollen. Als nächstes kommen wir in die Richtung vom OMI Token und hier haben wir nämlich von OMI selbst, beziehungsweise von VV selbst, nämlich den Token.vv.me Seite und hier habt ihr immer im Überblick, wie viele Token im momentanen Burn Wallet sind, wie viele im Vault Wallet sind und wie viele im Reserve Wallet sind. Momentan haben wir im Reserve Wallet insgesamt aus diesen beiden Wallets, beziehungsweise aus dem Layer 1 und aus dem Layer 2, 203 Milliarden OMI Token, beim Vault Wallet insgesamt aus Layer 1 und Layer 2 61 Milliarden OMI Token. Und insgesamt geburnt sind 65 Milliarden Token. Das Ganze ist an der Stelle, glaube ich, auch nicht ganz aktuell. Meines Wissens nach müssten wir schon so ungefähr bei 66 Milliarden sein. Aber hier habt ihr es auf jeden Fall relativ gut im Überblick, wie sozusagen das momentan steht. Wer das Ganze aber noch ein bisschen vereinfachter haben möchte, der kann das Ganze hier auf einer sehr schönen Excel-Tabelle einmal zusammengefasst haben. Und zwar haben wir nämlich einmal hier oben die Gem Purchases und oben haben wir noch die Primary, Secondary Market Fees, beziehungsweise die Burns, die entstanden sind. Hier haben wir zum Beispiel in dem Fall den Gem Purchase von momentan 204.000 Gems, die in die App gekommen sind und davon wurden insgesamt 124 OMI Token geburnt. Wer jetzt nicht weiß, wie wird dann jetzt überhaupt da der OMI Token geburnt, wie läuft das Ganze ab, dem kann ich auf jeden Fall hier unterm i nur mal mein Video dazu empfehlen, was ich dazu gemacht habe, wo ich das einfach für euch mal verständlich erklärt habe. Anschließend haben wir dann nochmal die Primary Secondary Fees, das heißt, was für Burns stattgefunden haben, in dem zum Beispiel ein Collectible verkauft wurde. Das sind in dem Fall 94.000 Dollar und insgesamt wurden dadurch 57 Millionen OMI-Token geburnt. Zum momentanen OMI-Kurs natürlich extrem viel und extrem lukrativ und dadurch geht natürlich auch der OMI-Burn extrem gut vonstatten. Und ihr seht jetzt hier oben auch einfach nochmal die Total OMI-Burned und hier sehen wir auch schon, das sind sogar fast 68 Milliarden OMI-Token, die momentan schon geburnt sind. Das ist ziemlich ordentlich, außerdem habt ihr oben nochmal die Total Gems Board, das heißt, wie viele Gems wurden insgesamt schon in die App gebracht, finde ich an der Stelle sehr, sehr schön, auf jeden Fall übersichtlich, diese Datei, werde ich euch wie gesagt auch unten alles verlinken. Und als letztes haben wir noch die Medium Accounts von VV wie auch Ecomi, die ich persönlich als extrem wichtig erachte. Wenn ihr nicht unbedingt auf Twitter aktiv seid
und nicht unbedingt häufig meine Videos schaut, was ich euch auf jeden Fall empfehle, denn so bleibt ihr auf jeden Fall immer auf dem aktuellsten Stand. Aber wenn ihr das nicht macht, dann empfehle ich euch jedenfalls immer hier häufiger mal bei den Medium-Accounts bei Vivi und Ekumi vorbeizuschauen. Beide Links dazu verlinke ich euch einmal unten. Hier werdet ihr immer informiert, wenn es irgendwelche Neuigkeiten über Ekumi, wie auch zum Beispiel Vivi gibt, sei es Drops und so weiter und so fort. Ihr findet auch immer alle Drop-Details, wenn die Artikel released sind. Finde ich an der Stelle sehr, sehr hilfreich und ist natürlich auch an der Stelle für euch sehr informativ. Das war es jetzt mit diesen ganzen Websites. Wenn dir das ganze Video gefallen hat und du es als hilfreich empfunden hast, dann lass mir doch auf jeden Fall sehr gerne ein Like unter diesem Video da. Und ansonsten bedanke ich mich bei dir fürs Zusehen und wünsche dir da draußen noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Mach es gut und ciao, ciao.